Es bleibt eine spannende und viel diskutierte Frage, ob der Markt jetzt eigentlich eher positiv unterwegs ist oder dann doch eher die Abwärtsseite bevorzugt. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Wenn wir uns so die letzten Bewegungen angucken, hier zum Beispiel beim DAX, in diesem Fall jetzt konkret der Index, dann sehen wir, dass die Aufwärtsbewegung als allerletztes zumindest mal sehr, sehr dynamisch war. Und wir auch, wenn wir ganz rechts am Chart gucken, sehen, dass die Aufwärtsbewegung ziemlich zügig hier auf dem Weg nach oben ist, während die Gegenbewegung relativ wackelig. Das würde eigentlich vermuten lassen, dass da noch mehr Potenzial nach oben eben zu erwarten ist. Also wir möglicherweise sogar nochmal dieses letzte Hoch, was wir hier vor kurzem hatten, 8. Juni, dass wir das nochmal nach oben rausnehmen. Das wiederum würde tatsächlich alle Abwärtschancen, die wir hier haben, und ich sage das durchaus mal eine Chance, einige warten ja drauf, oh, wenn der Kurs mal zurückkäme, könnte ich günstig reinkommen. Ich habe es jetzt wieder verpasst, weil ich habe auf den oder diejenige gehört und das war jetzt alles nicht gut, jetzt ist er doch schon gestiegen. Was soll ich denn tun? Na, im Zweifelsfall, wenn er zurückkommt, dann wirkt es zumindest mal attraktiver, weil der Markt dann ja schon ein bisschen günstiger zumindest mal, jetzt verschlucke ich mich sogar noch, ein bisschen günstiger dann entsprechend aussieht. Also, das wäre ja eigentlich im Sinne von günstig gut, wenn er nochmal runterkäme. Dafür ist aber tatsächlich der Lackmustest, die Marke vom 8. Juni, ungefähr bei 12.900 und ein bisschen. Also da sollte er indexmäßig zumindest nicht drüber gehen, wenn er diese tieferen Niveaus nochmal ansteuern sollte. Und damit meine ich in der Tat Niveaus unterhalb, wir sehen das hier im Tagesbestand noch 600, bisschen sogar deutlich vielleicht in Richtung 11.000 beziehungsweise sogar noch 10.000 runtergehend. Das wäre hier quasi eine normale Korrektur im Sinne 50, 61, 8 Fibonacci der gesamten Aufwärtsbewegung, die wir jetzt haben. Für all die Liebhaber der Formation, dann hätten wir hier etwas Zigzag-mäßiges nach oben, eigentlich zwei Impulse, die uns hier ganz schnell nach oben geboostet haben. Und das wäre dann hier quasi korrigiert und könnte uns vielleicht über den Sommer sogar die klassische Sommersaisonalität bringen, dass der Markt nach unten geht. Aber was erzählen wir davon? Noch gibt es dafür keine echten Anzeichen. Der Markt noch in der Aufwärtsrichtung, noch ist das das präferierte Bild und noch müssen wir damit rechnen, dass der Kurs weiter nach oben geht. Aber einige achten natürlich auf genau solche Marken und auf solche Zusammenhänge und die werden klassischerweise sagen, ja, aber dann müsste der hier so langsam auslaufen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für nicht unrealistisch halte, dass der Aktienmarkt zwar weiter nach oben geht, aber dass er ein bisschen an Fahrt noch verliert. Das sehen wir im amerikanischen Markt ebenfalls mit einer realistischen Chance eben noch unterhalb der hier in diesem Fall etwas höheren Marke hier 27.600 beim Dow Jones Index jetzt hier in diesem Fall zu bleiben und dass wir dann eben quasi diesen hinteren Teil ein bisschen dezenter angehen. Wir müssen sogar noch ein bisschen was reinladen hier, um das entsprechende Bild dann noch zu bekommen, denn der Markt ist ja jetzt heute schon mit einem kleinen Gap hier nach oben gestartet. Also die Aussichten nach oben scheinen eindeutig die besseren zu sein und zwar eigentlich egal, ob man dies oder jenseits des großen Teiches guckt. Die Chancen sind, dass wir also noch ein gutes Stück nach oben gehen. Allerdings auch die Chancen sind nicht so schlecht, dass der Kurs vielleicht eher ausläuft. Mein klassisches Einstiegsniveau sind ja immer so diese Zwischenhochs, zum Beispiel dieses hier. Aber macht das Sinn, an der Stelle einzusteigen, auf diesem Niveau jetzt hier, wenn der Kurs möglicherweise eh jetzt so langsam, aber sicher nach oben ausläuft? Und da kriegen wir vielleicht eine Chance aus dem kleineren Chartbild, denn auch wenn wir das hier uns mal angucken, auch das mutet ja schon so ziemlich zügig an, wenn der hier mal zurück wackelt, um mal einen klassischen Fachbegriff, naja, ich sage immer wackeln dazu, also was Korrektives, wenn man das da sieht, dann wäre das ein ganz guter Hinweis und wir können mal gucken, was der Dow Jones Future beispielsweise bringt, der ja quasi lückenlos auch mal die Nachtsituation mit reinbringt, dann könnte uns das aktuell ein wenig blühen, denn wenn man sich so die letzten Stunden mal anguckt hier im Chart, dann sehen wir immerhin, dass der Markt deutlich mehr nochmal die Abwärtsseite hier präferiert hat und entsprechend da auf der Abwärtsseite unterwegs ist. Also, noch bleibt das bullische Bild, das zieht sich eigentlich durch alle Märkte, selbst der Nasdaq ist nicht wirklich schwach aktuell unterwegs. Im Gegenteil, wir können dort durchaus vermuten, dass der Markt ebenfalls weiter noch auf Aufwärtsschubrichtung unterwegs ist. Wir sehen das hier,
Trotz alledem, dieser große Rücksetzer, er wird irgendwann fällig. Aber bitte, bitte niemals im vorauseilenden Gehorsam sagen, ha, dann gehe ich jetzt schon mal short. Je höher ich einsteige, desto besser. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Nein, im Gegenteil, das ist sogar gefährlich, sollte also auf gar keinen Fall stattfinden. So, Schub in die eine Richtung haben wir, wackelig in die Abwärtsrichtung würde uns neue Einstiegsmöglichkeiten bieten, so wie wir das ja immer wieder hier auch beschreiben. Wer mehr Informationen da haben will, kann sich anmelden, kostenfrei für den Trade des Tages beispielsweise. Dort geben wir ja immer wieder solche Hinweise, an welchen Stellen wir wie, wo hier einsteigen. Also das wäre ebenfalls nochmal eine Möglichkeit, hier ein bisschen reinzugucken. Ansonsten selber mal drauf achten, wenn die Schubrichtung nach unten geht und es nach oben wackelt, ja, dann dreht sich das Bild um. Eigentlich könnte es relativ einfach sein. Lassen wir uns da mal überraschen, wohin das Ganze noch führt. In diesem Sinne für heute jetzt erstmal bullische Grüße vom Markt und immer ein bisschen vorsichtig sein, denn das Drehmoment wird früher oder später einsetzen und dann sollte man das nicht unbedingt verschlafen. Deshalb Nachziehstopp scheint mir durchaus sinnvoll.